Hantaiwi und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen und heute mit Familie Jensen und hier oben mit dem Untermieter, dem Gerrit Neumann nämlich, der jetzt komplett die oberste Etage hier quasi bekommt und ich war gerade noch am Einrichten. Aber ich spiele jetzt auch erstmal weiter. Wir machen das wieder zum Schluss. Gerrit ist nämlich hier unten und er, ja, man muss sich das im Grunde ja auch so ähnlich vorstellen, der hier nach und nach dann auch hier oben sein Reich dann auch einrichtet. Ja, also er hat ja immerhin schon mal jetzt die Küche hier drinnen und das Wohnzimmer machen wir dann auch noch hier mit hinten rein. Und dann bekommt er auf jeden Fall auch nochmal ein schönes Schlafzimmer. Mit einem Doppelbett nämlich. Da dann irgendwann die Lucy nämlich auch ja hier reinholen darf. So, ich werde ihn dann auch direkt nochmal hier versuchen, dass er sie nochmal anruft. Ich hoffe mal, dass es danach jetzt klappt. Oh, hast du jetzt das Sprechen? Yay! Wir haben das Sprechen gelernt von Gerrit. Nein, nicht das Trinken. Du Gottsdonner. Okay, weiterzeichnen. Komm, hör mal auf damit. Katja schläft übrigens. Katja ist schon im Bett. Und unser Jürgen, der ist unten. Warte. Und ach, der malt irgendetwas. Ich dachte, er malt Katja. Aber es kann sehr gut sein. So, warte mal. Luise. Ja, warum sage ich immer Lucy? Weil ich mal die Mutter denke. Luise natürlich. Luise will nicht mit dir reden. Habe ich echt gerade so das Gefühl. Ich weiß ja nicht. Aber irgendwie haben wir einfach kein Glück, wenn wir sie anrufen wollen. Das ist echt blöd. Aber okay. So. Also du gehst auf Toilette und dann geh erstmal schlafen. Vielleicht dann gucken wir dann später nochmal nach. Und Jürgen hat jetzt eigentlich auch genug Spaß gehabt und ich würde dich jetzt mal hier reinbitten. Ach, weißt du was, du könntest hier mal ausschalten. Das muss ja nicht die ganze Zeit an sein. Und wir haben noch 20 Uhr, du könntest eigentlich auch nochmal irgendjemand freundesmäßig irgendwie anrufen. Wir müssen mal bei dir ein bisschen Freundschaften aufpushen. Wir kennen noch zu wenige von meinen Sims. Nämlich fast gar keinen. Wobei doch, kennen schon, aber alle auf Null. Okay. Vielleicht die Silke. Komm, du willst einfach mal die Silke anrufen und sie besser kennenlernen. Das wäre doch was. Komm schon. Mal gucken, wie weit sie darauf auch eingeht. Weiß ich noch nicht. Sehe ich sie hier schon? Nö. Warte mal, mit Blitzen und so. Ja. Einmal hier und einfach nur plaudern. Na, wenigstens sie ist zu Hause. So, Gerrit schläft und unser Jüngster, der spielt... Wie weit ist Katja? Oh. Von der Muse geküsst 2 können wir jetzt gehen. Na gut. Na, alle beschäftigt. Dankeschön, Dana, Luis. So, er telefoniert, das ist auch super. Ja, 40. Cool. So, oh, 50, 60, 70. Das geht aber flott. Das ging aber flott. Das ist ja cool. Ja, er geht jetzt natürlich auch erstmal ins Bett. Wobei, warte mal, du kannst eigentlich das hier mal wegwerfen und deinen Sohnemann dann nochmal auf die Toilette setzen. Das fände ich jetzt mal cool. Und hier ist was. Ich hoffe, warte mal so. Du gehst mal weg. Warum beschnüffelt werden? Da ist doch kein Hund. Der Papa setzt dich jetzt mal aufs Töpfchen. Das hast du, glaube ich, noch nicht gelernt. Jetzt ins Telefon. Warte mal. So. Steh du mal auf und... Genau, du bist ja sowieso schon aufgestanden und dann kannst du hier mal benutzen. Kann ich Jürgen sprechen? Wer ist denn das? Nee, mitten in der Nacht oder was? Nein. So, und danach kannst du mal runter und guckst einfach mal, was im Kühlschrank noch ist. Und der Jürgen, der bringt Jens erstmal ins Bettchen und selber kannst du dann auch erstmal schlafen. Ich glaube, ich war bei ihm. Achso, nee. Ich dachte, dass ich eigentlich Katja doch mal malen sollte. Aber egal, das kriegen wir noch hin, weil er ist gemalt anscheinend. Aber sie nicht.
Yay, oh, wir haben das auch Ebene. geschafft. Ach, Jemine. Na dann. Jetzt hat er alles drei geschafft, ist aber todmüde und hat aber heute wirklich super toll gemacht. Also, ne, hat das Laufen von Katja gelernt, das Sprechen von Gerrit und von Papa dann aufs Töpfchen. Also von allen dreien Erwachsenen etwas beigebracht, die hier im Haus wohnen. Von daher, supi. Hagelt es? Oh, es hagelt. Es hagelt. So, danach kannst du abspülen. Und dann muss ich mal gucken, was ist denn eigentlich dein Hobby? Vielleicht sollten wir mal einfach gucken. Sport. Ach, ich hasse dieses Sport. Dann geh mal Körbe werfen. Und Gerrit, du bist jetzt auch eigentlich jetzt wach. Du könntest irgendein Hund jault da draußen. Er ist ja auch noch nicht so weit mit seinen ganzen Sachen hier, ne? Und dann würde ich sagen, lern erstmal Physiologie. Wo ist denn der Hund? Sag mal. Wo ist der Hund denn, bitteschön? Ich sehe keinen. Keine Ahnung. Warum höre ich das hier oben so? Okay, ich gehe mal ein Stückchen runter. Ich sehe momentan echt keinen. Ich höre ihn bloß. Da ist er. Hi, Ben. Mann, was ist mit dir denn los? Ja, wuff, wuff. So, also, sie spielt jetzt, das ist super. Und Gerrit. Gerrit, du bist hier oben und lernst. Wobei eigentlich Spaß hättest du ein bisschen höher machen müssen. Aber gut. Ich guck einfach mal. So, ich spule jetzt auch einfach vor, weil die anderen schlafen ja, glaube ich, auch einfach, ne? So, meine Kimama kommt jetzt hier gerade wieder. Oh. Klein Jürgen, nein, andersrum, Klein Jens, ist jetzt bald ausgeschlafen. Das heißt mal, Katja, komm mal hoch. Oh. Nee, leer das erstmal. Und dann könntest du mal gucken, upsala, ob du den Sohnemann, ja, genau, einfach wieder rauslässt und dann selber gehst in die baden erstmal. Und er, gut, Hygiene wäre natürlich auch noch irgendwann dran, aber ich würde mal sagen, du spielst dann einfach mal mit dem Häschen, dann kannst du ein bisschen Charisma gerade lernen. Was ja auch ganz cool ist. So, Jürgen ist bald fertig, Gerrit. Gerrit, wie weit bist du? Noch ein bisschen, okay. Oh, guck mal, Lebensmittel bestellen. Muss ich das? nee, wir machen es mal anders. So, du kannst dir hier mal, wenn ich Frühstück servieren, trägt dann ein Stückchen weiter nach unten dann. Keine Ahnung, wir gucken einfach mal. So, weil da hast du nämlich ja dein eigenes Reich. Ich bin mal gespannt. Oh, ihm geht es gerade nicht so gut anscheinend. Er ist voll erkältet und voll krank. So, Jürgen, du bist auch fertig. Dann kannst du mal aufstehen, gehst runter und holst dir was aus dem Kühlschrank da unten. Warte mal, jetzt so aufräumen. Und Reste nehmen. Und Katja, ja, du gehst ja heute arbeiten. Also von daher schlaf doch bitte noch mal eine Runde. Nee, der Sohnemann, der spielt jetzt. Da brauchst du jetzt nicht zu gucken. Hier, die klatschen schon wieder ab. Ne? Die gehen irgendwie abwechselnd ins Bett. Ich weiß auch nicht. So, genau. Ja, cool. Hast du Müsli gemacht und das finde ich jetzt cool, dass er nicht irgendwie noch groß nach unten ist oder so. Wobei, wo gehst du jetzt hin? Nein! Ich sage noch so schön, es ist cool, dass er nach unten, also dass er nicht nach unten geht. Und dann nimmt er seine Müsli-Schüssel und geht jetzt dann doch nach unten. Ach Gott, Gerrit. Das habe ich jetzt so nicht gedacht. Aber er möchte halt einfach jetzt auch ein bisschen Gesellschaft haben. Und okay, warum eigentlich nicht, ne? Jens, wie geht's Jens? Ja, okay, der müsste jetzt bald mal irgendwas kriegen. Na gut. Katja schläft. Jens, na gut, der spielt einfach noch. Und Jürgen, jo, ich würde mal sagen, Jürgen, du kannst danach, wenn du fertig bist, auf die Toilette. Du kannst die dann auch säubern. Et voilà la Sévenilène.
Und ja, was mache ich denn mit dir eigentlich? Ich weiß es noch nicht so genau. Hast du hier eigentlich schon irgendwas drin? Nö. Was gibt's denn als Rechtsanwalt? Das weiß ich nicht. Ich bin komischerweise nicht oft Rechtsanwalt. Ist es das da? Das Teil? Teleprompter. Ist das das? Nee, das ist das mit dem... Ach, Mist. Wartet mal, das hier ist es. Okay, aber doch, das habe ich schon mal woanders. Na gut. So, Gerrit. Und Gerrit, du darfst danach wieder nach oben gehen und räumst mal bitte dann bei dir auf. Also Reste weglegen und Reste weglegen, weglegen. Und ja, dann schauen wir euch mal, dass ich bei dir noch ein bisschen deine Küche auch noch aufbaue. Beziehungsweise, ich sehe gerade, wir haben ja gar kein Licht hier oben, auch was natürlich auch doof ist, ne? Wartet mal. Das Licht mache ich gerade mal. Einmal Licht von oben wäre ganz cool. Was habe ich denn da für Licht eingedingst? Oh, nee, kommt. Ich mache mal allgemein. Was hätten wir denn, das so von oben quasi kommen könnte? Die hier ist doch ganz schön, auch für die Küche. Blau habe ich ja so in der Küche. Und würde es jetzt in die Mitte auch eigentlich reinmachen. Und damit es halt nicht so blöd anders aussieht, auch nochmal so hier in den Wohnzimmerbereich. Also das Wohnzimmer muss ich ja noch ein bisschen einrichten. Das mache ich aber noch. Oh, was machen wir denn jetzt hier? Warte mal, du hast Wissenschaft als Hobby. Okay, warte, dann kannst du noch ein bisschen in die Sterne gucken. Guck, durchsehen. Ja, räumen wir aber nochmal auf. Das ist nett. Nein, jetzt hat es doch noch eingestellt. Ja, okay, irgendwann muss es aufräumen. Dann gucke ich nochmal nach Katja. Katja ist jetzt so langsam wieder wach, also oder ausgeschlafen, sagen wir es mal so. Dann kannst du dich ja fast um den Sohnemann kümmern, wobei der selbst ja schon auf Toilette kann. Komm, geh mal bitte, Jens. Geh mal auf die Toilette. So. Und dann würde ich sagen, Katja, mach mal auf und... Moment. Flasche holen für Jens. Da. So, Gerrit, wo bist du mittlerweile gelandet? Es kann jetzt wohl echt nicht sein. Du bist von oben nach unten. Ah, das ist so doof. Ja, dann geht er jetzt wieder nach oben und bringt alles runter. Und nö, das sehe ich jetzt gerade gar nicht ein. Du gehst jetzt erstmal oben auf deine... auf hier ins Bad. Habe ich eigentlich hier... Jürgen hat frei, Katja fährt in einer Stunde. Habe ich hier eigentlich eine Beleuchtung im Bad? Nö, ne? Das sieht auch nicht danach aus. Komisch. Aber gut, dann mache ich mal... die ist doch ganz nett. Fürs Bad halt, ne? Das ist halt eine Badlampe. So, dann mit der noch ein bisschen... Ja. Und dann darfst du hier mal noch ein bisschen Spiele spielen, damit du ein bisschen Spaß hast. Du musst doch auch irgendwann. Du musst auch um 8. Warum hieß das nicht, dass er auch um 8 muss? Hä? Komisch. Naja, gut. So, Sohnemann. Ah, der wird vom Papa gerade. Und die Mama hatte doch eigentlich, habe ich gedacht zumindest, dass sie eben was zu essen gemacht hat. Aber gut. Dann nochmal. Du kannst dann die Flasche holen. Und du kannst mal kurz auf die Toilette gehen. Also, Katja kann ja dann heute endlich mal wieder arbeiten gehen. Ja, ist ja jemand dann zu Hause. So, ich spule mal wirklich noch ein bisschen vor. Ah, guck mal. Nee, du gehst dann einfach mal... Ja, du gehst jetzt zur Arbeit. Ih, hier oben. Es räumt jetzt wahrscheinlich keiner auf, oder? Weil ich ja hier abgeschlossen habe. Das ist natürlich blöd, aber ist halt jetzt einfach mal so. Was macht ihr jetzt? Was machst du? Nee, lass ihn bloß. Lass ihn in diesem Zimmer. Was machst du schon wieder baden? Das braucht er wirklich nicht. So, er kann doch mal... Er kann doch selbst... Ach nee, das muss er doch auch nicht. Aha, ich war... Du brauchst ihn nicht baden. Guck, du kannst das wegwerfen. Du kannst dann das leeren. Gerrit, wo bist du denn? Okay. Ich hoffe, jetzt ist es eingeloggt, okay. Nun gut,
Ja, du machst das und dann kannst du ihn im Grunde ins Bett legen. Und dann darfst du selbst irgendwas für dich selber tun. Und das, was ganz cool wäre, erstmal vielleicht nochmal kurz zu telefonieren und dann vielleicht, ja, irgendwas mit der Wissenschaft zu machen. Und ich gucke jetzt nochmal kurz hier hoch und gucke nochmal nach dem, ja, quasi Wohnzimmer, was ich denn hier noch so haben möchte. Und so, also das ist ja die Couch, die ich gerne haben wollen würde. Die würde ich jetzt auch, weiß ich noch nicht, nee, nicht ganz ins Eck stellen. Und ich würde jetzt vielleicht mal das so hinstellen. Weil wenn ich es hier vorne hinstelle, das hatte ich ja ausprobiert gehabt mit diesem Tisch, dann gehen die nicht vorbei. Ne? Das ist echt blöd. Okay, aber gut. Dann möchte ich gerne hier die gleichen Vorhänge haben wie dort drüben. Okay. Und dann wäre es doch trotz allem ganz cool, wenn du doch mal einen Fernseher bekommen könntest. Und ich bin gerade am Überlegen, wo mache ich den Fernseher hin, damit es doch noch ganz gut aussieht. Also, wir nehmen einfach einen kleineren Fernseher. Keinen so riesigen Fernseher. Also sowas wäre jetzt hier einfach zu riesig und sowas im Grunde auch. Also das würde hier gar nicht reinpassen. Also nehme ich. Ah, guckt mal. Den Fernseher, Fernseher. Der ist doch auch nicht schlecht. Der kommt übrigens auch aus dem neuen Set Teenie. Teenie, jo, was ist denn, ist da was verschieden drin? Nö. Sind doch ein bisschen verschieden sieht er aus. Ah, okay. Weiß wäre jetzt für mich viel hübscher. So. So, und dann müsste das doch eigentlich funktionieren, ne? Dass man von hier aus da zu dem kleinen Fernseher rüber guckt. Ja, das passt schon. Das ist doch ganz, ganz, ganz nett. Brauchen wir noch mehr im Wohnzimmer? Im Grunde wäre es natürlich auch ganz nett, wenn wir so einen was zum Lernen auch im Wohnzimmer hätten. Also irgendein Bücherregal oder so. Warte mal, wo sind denn die Bücherregale? Jetzt bin ich total verwirrt hier. So. Ach, da gibt es übrigens auch ganz neue Bücherregale, auch von dem Teenie, von der Teenie-Seite. Und das finde ich aber auch so ganz nett. Also das muss ja nicht unbedingt Teenager sein. Das kann Gerrit genauso gut nehmen. Und dann, ja, Moment, war ich mal. Tapete. Wir brauchen eine neue Tapete. Und dann nehme ich wirklich Tapete. Tapete. Und er ist ja so ein bisschen im Blaustil, deswegen gucke ich gerade mal so ein bisschen in diese Richtung, was wir denn nehmen könnten. Oh, was ist das? Achso, das sind diese neuen, die kannte ich noch auch noch nicht so ganz. Moment. Ja, irgendwas in diese Richtung. Oh Gott. Würde ich nie machen. Gott. Würde ich nie machen. Aber genau deswegen mache ich es mal wieder. So. Und ich mache es hier wirklich. So, das ist Wohnzimmer und das andere ist Küche da vorne. Und dann brauchen wir noch einen Teppich. Ich weiß gar nicht, ob es da auch neue Teppiche gibt. Doch, die hier. Ups, halt. Die hier, die gefallen mir irgendwie überhaupt nicht. Die sind furchtbar langweilig. Ja, ich weiß jetzt. Sowas. Die sind irgendwie, also, naja. Hätten sie sich da wirklich was Schöneres ausdenken können. Von daher. Ich habe ja hier schon einen blauen, aber der gefällt mir auch nicht wirklich. Was hätten wir denn noch was. Oh, was Kräftigeres. Könnte was Kräftigeres dazu passen? Nicht wirklich. Mist. Was nehme ich denn da jetzt? Das hier. Ja, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Der hat ein bisschen mehr Farbe. So, das da. Und was ich doch noch gerne hätte, wäre ein Teppich und Tür. Was Größeres, sowas. Dann macht man das gleich wieder und dann Teppich. Dann hätte ich keinen Teppich gebraucht. Nee. Also, ja, das gefällt mir.
Doch, das gefällt mir wirklich ganz gut. Und das war ja eigentlich fürs Wohnzimmer gedacht. Blöd nur, dass hier der Kamin davor ist. Oh, warte mal. Das passt auch dahin. So. Und dann schaue ich noch mal, irgendwas wird es doch noch geben, was wir noch ein bisschen dranhängen könnten. Garderobemäßig, nee. Was hätten wir denn da noch so? Irgendein hübsches Bild. Zu groß darf sie jetzt hier auch nicht sein. Sowas in die Richtung vielleicht. Auch das gibt es aber nur einmal. Das können wir dahin hängen. Man könnte natürlich auch noch überlegen, ob man ein Regal hinlegt. Oh, wie wäre es denn mit da? Klingendes Masumi. Ja, es könnte ja sowas in die Richtung mal sein. Sein Hobby sein. Warum nicht? Also dann hängen wir das noch da dran. So, dann hat er jetzt hier ein Wohnzimmer mit, also frei halt. Es ist halt total offen, aber ist halt einfach mal so. Wohnzimmer mit Küche. Und hier wird es dann irgendwann, also wenn Luise dann hier eingezogen ist, werde ich natürlich hier schauen, dass noch eine Wand reinkommt und dass dann, also wenn die noch ein Kind bekommen, dann machen sie einmal Schlafzimmer Eltern und einmal Kinderzimmer. Ne? Ach so, und was ich aber noch trotzdem noch machen wollte, war halt, Moment, ich muss mal gerade gucken, Holz. Machen wir mal hier sowas. Warum nicht? So. Und auch hier oben. So, Moment, machen wir zu. Das sieht zu dem Holz blöd aus, ne? Also zu dem, was jetzt unten am Boden ist. Nö, dann machen wir was anderes. Wartet mal. Das ist ganz niedlich irgendwie, aber. Nee, nicht im Flur, es ist wiederum. Wo ich dann überlege, hey, passt das in den Flur? Wie ist es denn damit? Ach, warum nicht? So, dann ist nämlich auch mal der Flur so ein bisschen hier oben verändert. So, ja, es ist zwar jetzt hier irgendwie gerade nicht mehr so viel. Und ihm fehlt im Endeffekt natürlich noch ein Doppelbett. Also das, ja, wird dann auch noch kommen natürlich. Oder soll ich sie jetzt schon einfach kaufen? Nee, das machen wir erst dann. Er hat sich jetzt komplett neu eingerichtet mit Wohnzimmer und Küche. Und das ist, finde ich, schon irgendwie cool. Ja, es ist so klein. Es ist so goldig. Und ja, ich glaube, ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann wieder in einer nächsten Runde. Dann geht's weiter mit der nächsten Familie. Das ist dann Familie Ottomas, Lucy, Ottomas und David. Ja, genau, David und Lucy Ottomas. So, ich sage jetzt erstmal Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Eure Saki Naido. Ciao, ciao.